Natürlich darf auch eins nicht fehlen in unseren Sendungen, nämlich die Kulinarik. Und auch kulinarisch dürfen wir in ein neues Jahr starten mit unserer ATV-Köchin Helga Kobalt. Und auch sie hat natürlich einige Tipps, gerade jetzt für den Jahresbeginn, wie sie da auch köstlich, gut und gesund hineinkommen. Ich habe mir gedacht, ich mache für euch eine Klickschwenderl, weil gerade was selber gemacht ist, kann man erstens einmal wegessen und zweitens ist er selber gemacht, geschenkt, persönlich, voll eine coole Geschichte. Ich hoffe, es gefällt euch. Den Teig habe ich euch schon vorbereitet. Warum? Der braucht eine Zeitl. Der muss ein bisschen gehen. Gell? Der ist, seht ihr da schon, und wir machen jetzt noch die Nussfülle dazu. Weil die Schwenderl gehören ja ein bisschen gefühlt, sonst sind sie ja nichts, schauen sie ja nichts gleich. Die Waage auf Dara. Wir nehmen 100 Gramm Nüsse. Dann wieder auf Dara 100 Gramm Marzipan. Wenn wir so gemocht haben, Marzipan, bitte, dann nehmt ihr die doppelte Menge an. So, jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Ich muss das Marzipan noch mal raustun, weil ich muss die Nüsse noch ein bisschen häckseln. Gell? Das müssen wir schon tun. 5 Sekunden, Stufe 7. So, so ruft er mich, mache ich wieder auf, ein paar Sekunden, Nussen perfekt, Creme, zwar hätte mit dem Marzipan jetzt nicht zusammenpasst. Dann kann ich auf die Waage gehen, jetzt wisst ihr zwar, dass das eh die 100 Gramm sind, aber nur, dass ihr es wisst, die 100 Gramm Marzipan, dann kommt dazu 40 Gramm Zucker, wieder auf Dara und dann kommt 60 Gramm Milch. So, aufs X-Erl, dass ich wieder beim Grundding bin, kommt das ganze 10 Sekunden, Stufe 5. Heute ist ein lustiger Tag. Die Butter hat sie vergessen. Und das möchte ich jetzt noch einmal sagen, das kann euch nicht passieren, wenn ihr auf meine Kreationen geht und mein Rezept dann euch gleich selber einspeichert. Dann kann es euch nicht passieren, was mir heute passiert ist. Die Butter noch rein. Aber es ist noch gar nichts passiert. Gell? Noch einmal wieder zurück. Aber einfach ein paar Sekunden. Stufe 5. Passt. Es ist unsere Nussmasse, ein richtiger, guter, geschmackiger Nuss. Wenn jetzt wer sagt, er mag noch einen Zimt rein, kann es auch noch gerne einen Zimt reingeben. Gell? So, dann starten wir mit unseren Schwendl. Je nach Größe, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen eine runde Form. Ich finde das Cola-Glasl recht kommod, egal was ihr nehmt. Eine kleine Form, wo wir nachher die Schwendel ausstecken und da ist nachher für den Rüssel. Aber ihr werdet es gleich sehen, wir machen es gleich gemeinsam. Das tun wir gleich wieder rein. So, einen Teig. So, ein bisschen Mehl, ganz ein bisschen. Teig geht recht gut. Teig habt ihr nachher im Rezept den Anhang. Da man ausbringen. Das ist eben meine zweite Firma, ist wirklich ein guter Teigroller, seht ihr vielleicht eh schon. Der geht wirklich gut ausbringen, kann man auch gleichmäßiger. Mir ist es jetzt wurscht, weil ich brauche es nicht gleichmäßig. Wir dann einmal eine runden Teile. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also ihr bringt ca. 10 Schwenderl aus der ganzen Masse. Gell? So, dann tun wir das wieder zurück rein. Das kleine brauchen wir noch.
Wichtig ist ein verquirltes Eierl, weil ich muss das ja zusammenpicken, sonst hält es nicht. Dann brauche ich meine gute Fruchtmasse, meine Nussmasse. Könnt ihr euch schon was vorstellen, was da wird? Ich hoffe. Und wenn ich das zusammenbringe, schafft ihr das leicht. Gell? So, kurzes Geschirrhangerl. Dann kommt der zweite Teil drauf. Das tue ich mir ein bisschen unten einbauen. Und es geht wirklich nicht, dass es ganz genau ist. Es geht um das, dass es mit Liebe macht. Und das, also meine Freunde, wenn die nicht geschenkt kriegen, fragen sie schon, was ist denn mit der Helga los? So, dann streichen wir es wieder ein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass immer wieder ein bisschen einstreicht, sonst hält es nicht. Gell? So, dann brauchen wir den Rüssel. Ihr könnt die Schweindel kleiner machen, größer machen. Ich finde, das ist jetzt nichts geworden. Ich darf nicht reden, wenn ich das mache. So, dann brauche ich noch einmal zwei solche. Die schneide ich dann in der Mitte durch. Das wären die Ohren. Auch gemacht habe ich es schon. Nehme ich das, ist auf Deutsch gesagt, mein Pick und biege es dann runter. So. Soll nicht lustige Schweindel sein, gell? Nicht perfekt. Schaut das schon lieb aus, oder? Was sagt ihr? Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr habt eine Rosinen, dann machen wir eine Augerl. Oder wenn ihr sagt, ihr will lieber rot, kann man die kantierten Kirschen nehmen, kann sie ein bisschen schneiden und gibt die kantierten Kirschen rein. Was euch dann besser gefällt. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommen sie ins Rohr und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, die Schweindel sind fertig. Ihr seht es, es ist total ein guter Germteig. In der Mitte drin ist die Nussfülle. Was ich noch dazu sagen will, 15 Minuten ins Rohr und dann schauen sie so aus wie bei mir jetzt. In diesem Sinne, Prost, alles Liebe, eure Helga Kobalt.